Ihr wollt wissen, was wir so alles einkaufen müssen? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir euch vor? Erstmal ein Käffchen. So. Ich habe fertig gebaut. Also hier unsere Produktion von den Eisenstangen und von den Eisenplatten. Und so langsam fängt hier oben auch immer mehr an. Also wirklich, wirklich langsam. In der Ebene, ich glaube, die hier ist noch nicht voll und der ist auch noch nicht voll. Ja, schon. Wie man sieht, es dauert manchmal ein bisschen, bis was hier oben ankommt. Ja, jetzt geht mal wieder ein bisschen mehr durch. Ich habe auch da unten einmal nochmal umgebaut. Da ist jetzt ein 120er Band zwischen. Und letztendlich gehen hier zwei 60er raus. Das ist das hier. Man sieht es ja auch sogar richtig schön. Da einer, hier zwei. Da auch einer. Also da gehen 20 darüber, dann passt das dort. Und 120 gehen hier rüber. Davon werden 60 abgetrennt, gehen 20 wieder dazu. Ist vollkommen egal. Die Seite ist auf jeden Fall immer gut voll und die Seite nicht ganz so gut. Na, also, immerhin, es hat sich der Stau von da hinten gelöst. Schaut es jetzt von der Seite? Nein. Na, das zieht schön durch hier und passt. Und währenddessen, ich glaube, die Seite. Die Platten laufen schon super. Jo, da ist alles voll, steht alles an. Wunderbar, so wie es sein soll. Ne, ab und zu kommt mal hier was da rein, reicht aber. Und auf der Seite geht der ganze Spaß zu. Wir sind fast so weit, dass es hier genauso ist. Ne, 96. So, also da sind die 100. Muss ich das so langsam hier vorne füllen und dann ist alles top. Da stehen sie an. Das heißt, wenn jetzt nicht gerade wieder einer weggenommen wird, laufen die anderen einfach durch. So, da. Dementsprechend fängt das hier oben jetzt auch an. Ja, da sind jetzt drei drin, da auch. Ja, und sie kriegen alle was und es läuft. Mit der Zeit wird das auch besser. Hab zwei Türmchen gebaut mit dem ganzen Zeug da drin. Weil ich hier noch gespannt bin, ob das funktioniert, weil na, der da unten ist voll. Na, der braucht noch ein bisschen. Wie sieht das hier aus? Nicht, dass das hier irgendwann ansteht. Das ist gut. Also hier, man sieht, das geht relativ zügig da rein. Ich weiß nur noch nicht, ob das so gut ist, dass da zwischendurch mal steht. Aber egal. Wir werden es sehen. Letztendlich das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ja, da nachher mehr Waren ankommen. Also alles gut. Ja, das wäre das. Dann, ich brauche Beton. Wir brauchen eine Menge Beton. Damit den 22, die wir haben, komme ich nicht weit. Wir müssen nämlich anfangen, auf der anderen Seite endlich die große Fabrik zu bauen. Und dafür müssen wir erstmal eine große Bodenplatte bauen. Denn wir brauchen sage und schreibe 228 Raffinerien. Also, fällt mir auf. Damit. Nee. Damit können wir schon mal anfangen. Produktion. Die Kollegen. Null. Weg damit. Jetzt wird's nur hier lustig. 228 Stück. Und da geht's los mit, was wir alles so brauchen: ja, Motoren und.
weiß nicht, was gerade eine sinnvollere Folge ist. Mit euch eine Bodenplatte bauen? Oder mit euch Material beschaffen? Und letztendlich alles kein Problem. Gehen wir wohl hin. Die Materialbeschaffung ist diesmal echt, das ist ordentlich, was hier hinten hin muss. Was könnten wir eigentlich machen? Vielleicht ist es sogar sinnvoller als alles andere. So. Überall noch mal einen zweiten oben drauf und dann gehen wir los. Also erstmal, wir schmeißen jetzt einfach den Beton, den wir gerade geholt haben, da noch mal rein. Schmeißen das da rein. Wir können uns ja einmal leer machen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so wert. Wenn wir nichts dabei haben, was uns gerade stört. Also hier ist voll. Macht aber nichts. Nehmen wir noch einen zweiten. Da geht das rein. Das. Hier auch. Das nicht, das nicht. Aber das. So. Es wäre cleverer gewesen, davon ein bisschen zu halten. So. Wir setzen uns jetzt einfach oben. Ich würde sagen, wir setzen jeweils zwei drauf. Aber wie gesagt, wir brauchen viel Material. Wenn sie nicht voll werden, ist mir egal. Hauptsache, wir haben das Zeug hier. So. Es fehlen Stahlträger, die waren. Wir hatten hier irgendwo welche. Da. Stehen wir gleich vor. Wunderbar. Zack. So. Dann haben wir, glaube ich, erstmal genug, was wir hier irgendwie reinpacken können. Nehmen jetzt einmal auf die Rückseite. Und basteln uns überall die Kollegen dran. Nicht runter. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn, Kollege. Das machen wir so aber nicht. Die Musik gar keinen Bock mehr, das ist ja auch lustig. Ja, egal. So. Das haben wir schon mal drin. Einmal. Dann Musik. Spaß auch wieder runterlaufen. Hier ist mir eigentlich relativ egal, wo der Kram ist, ob der oben oder unten liegt. Und da. Ja, wir machen das so. Da vorne läuft der Spaß schön raus. Sehr gut. Hier da rein, hier da rein, hier da rein. Das kann weg. Oh, dann haben wir die rein komplett voll, um ein bisschen
Material zu beschaffen. Ich wollte mit dem Zug fahren. So. Und Autopilot anschalten. Gucken wir uns das alles schön an. Ist doch auch mal wieder was. Zwar noch die Möglichkeit, ein Lagerbeschaffungssystem zu machen mit einer Menge Drohnenplätze, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das halbwegs vernünftig ressourcentechnisch hinkriegen soll. Das ist halt echt übel. Vor allem platztechnisch hinten in Spaghetti Town wüsste ich nicht, wo ich da ansetzen soll. Außer ich würde alles quasi über das ganze Spaghetti setzen und dann nochmal eine Riesenstruktur bauen, die mir den ganzen Spaß wieder in die einzelnen Teile einsortiert, um dann vielleicht doch zu laufen. Aber das lassen wir. Ist eine nette Idee, aber lassen wir. Das könnten wir vielleicht in der nächsten Runde einfach mit einplanen von vornherein. Dann entsprechend Platz lassen. Also quasi, dass man das Lager wirklich für alle Teile macht. Alles, was es so gibt. Und dann jeweils 3x3 Felder nutzt für Lagerflächen. Also zwei doppelte Container hintereinander. Und dann drei nebeneinander, die alle verbunden sind. Eine Ressource haben. Das Ganze geht dann wiederum in einen Droneport, der da drüber steht. Also das wäre so eine Möglichkeit, die man da hätte. Dann könnte man tatsächlich hingehen und das ja alles woanders abfragen, abholen, abrufen. Schon irgendwie cool wäre. Und man hätte natürlich die Möglichkeit, auch wenn ich irgendwo anders die Sachen produziere, sie quasi so direkt einzulagern. Immer eine Drohne dahin, die dahin fliegt. Ich kann ja mehrere Drohnen auf den gleichen fortsetzen. Wow, das passt. Das war immer die Ecke, an der ich am meisten Angst hatte, dass der Zug oder dass die beiden Züge aufeinander treffen. So. Ist auch schön, da habe ich mir einen kompletten Bahnhof hingebaut, um vielleicht doch noch Sachen irgendwie von da aus rüberzubringen. Hat nichts gebracht, weil habe ich nie benutzt. Soll nicht mal richtig angeschlossen werden. Ist von der einen Seite befahrbar und das war's auch. Sollte mir mal langsam meine Ideen für ein nächstes Playthrough aufschreiben. Eine Sache wäre halt eine komplette Strecke, einmal also eine Bahnstrecke rund um die Welt, die dann quasi so als Hauptweg genutzt wird. Also außenrum kann man immer fahren und dann geht es zu den einzelnen Fabriken eben rein und dann irgendwie nochmal einen zentralen Weg oder so ein Kreuz nochmal reinmachen. So,
Heute ist das so. Erstmal machen wir den hier. Und so, du kannst einfach fahren, weil wir wollen, dass du Material transportierst, während ich hier sortiere. Aber, was wir nicht wollen, hier ist beliebig. Okay, da ging auch direkt was rein. Und hier ist auch so, beliebig. Ja, fahr du mal weg. Im Moment brauche ich dich nicht. So, und hier. Okay. Das heißt, da hinten geht auch. Super. Der ist mir egal hier. Da steht irgendwas rum. So, wir lassen jetzt einfach die zwei wunderbaren Bänder, die hier lang gehen. Dahin folgen wir. Warum auch immer wir hier jetzt lang gehen, das war vollkommen Quatsch. Weil wir müssen da vorne an die Tür. Welche Sachen wir zum Beispiel nicht darüber bringen, weil wir sie da hinten produzieren, zum Beispiel Kabel. Ne? Also Kabel werde ich jetzt nicht einpacken. Aber ich fange jetzt einfach meine Liste hier an abzuarbeiten, so wie sie hier vorne steht. Wir brauchen 3384 von den Dinger. Also 3400. 1, ups, das war ein bisschen viel. Mal zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann haben wir hier 16, 24, 32. Ja, komm, wir nehmen sie doch alle. Wir nehmen sie doch alle. Dann haben wir im Zweifel zu viel und können sie wieder zurückbringen. Wäre auch kein Ding. Den packen wir dort rein. Das hat nämlich in hier. Beide Bänder auf beides, der bringt. Wow, habe ich da einen Knoten reingemacht. Der von da unten geht da hoch. Wir reden einfach nicht mehr drüber. Ist das okay? Ja, ist okay. So, als nächstes. 1282 Rotoren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16. Machen wir einfach zwei rein. Wow, fertig. Wow, rein da. So, das nächste. 10.290 Kabel. Wir haben gesagt, Kabel machen wir von da hinten, weil das reicht nicht. Das sind 1600, 3200, 4800 und ein bisschen. Und hier oben ist wahrscheinlich auch leer, genau. Also das reicht eh nicht. Und da hinten haben wir massig davon. Ich habe ja gesagt, 22 Minuten. Das haben wir mit den letzten vier Folgen schon sowieso voll. Also waren es drei Folgen? Keine Ahnung. Also passt schon. 2845 Motoren. Wie sieht's denn damit überhaupt aus? Das könnte schon wieder knapp werden. Wobei, wir haben 400, 800, 1600. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 2845. Ah, 2900. Passt. Wir haben da drüben auch noch welche rumliegen. Egal. Einmal da rein, bitte.
Ich will nicht mal eben leer laufen. Und weg. Zack. So. 680 von den schweren modularen Rahmen. 680. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Dann nehme ich auch direkt einen Stock mit. Ich stehe hier gerade hier und da brauche ich 2680. Oh. Oh! Oh Gott sei Dank. Tausend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2000. 200, 400, 600, 800, 3000. Okay, was haben wir als nächstes noch auf der Liste? 210 von denen nach vorne. Nehmen wir die auch direkt mit. 210. 300. 1, 2, 3. Beton? Beton brauchen wir nicht. Beton haben wir da hinten mehr als genug. Oh. 750. Muss ich das so klappen? Oh, das ist besser. Okay. 750 von den Aluminiumkäsen. 750 Aluminiumkäsen. Und das ist ja easy. Machen wir 1000, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, fertig. Ja, das können wir jetzt mal rausbringen. Wie sieht es bei dir aus hier? Okay. So, Aluminium-Casey, 75 von den, ich glaube, ich habe ich Funksteuer, nee, Funksteuereinheiten habe ich nicht, aber Turbomotoren liegen noch da hinten. Bonk. Ich habe mir einen Kopf geschlossen. 75. Irgendwie ist das ein bisschen lahm, aber egal. Dann holen wir uns halt 75. Also 100. Was ist das nächste? 2280 von den Stahlbetonträgern. 8, 16, 24 reichen. Also machen wir die vier Reihen voll. Ich liebe es ja, dass hier 8 Reihen sind, nebeneinander, hier 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Warum? Mach das doch gleich. Jetzt nicht so ein Problem. Oh. 6840 Rohre. Holy Bamboozle. 16, 32, 48, 64. Wir machen diese. Nein, das ist jetzt natürlich etwas zu viel. Aber egal. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel ich schon da drüben habe. Also da waren ja auch schon 2 Container oder so voll. Oder anderthalb. Okay, nicht kein Platz mehr für. Reicht jetzt auch. Und da sind ja auch die 6840 direkt. Und wir haben jetzt schon 7600. Dann ist das halt so. Oh. Huh? Wieso ist dieses Band voll? Wenn du etwas nicht sein solltest, dann ist das voll. Ja.
Ja, ist das Bund? Ah, okay. Du bist einfach da hinten zu langsam. Wir sind beide voll. Okay. Ja, dann ist das so. Ja, stimmt. Es gehen zwei Bänder in den Container rein, aber es geht nur eins raus. Wer erinnert sich noch an Mad Max? Ist er nochmal unter der Donnerkuppel? War das der zweite oder dritte? Der mit Tina Turner. Digga, zwei gehen ein. Einer kommt raus. Okay, Blech brauchen wir nicht. Blech haben wir da hinten. So, gut für mich. Von den Stahlträgern haben wir auch genug noch da hinten. Die würde ich mir jetzt wirklich schenken. 30. Wie heißen die Dinger hier? 30 Gummi. 30 Gummi, stehe ich direkt vor. Das ist auch einfach. 30. Ja, Stangen brauchen wir uns nicht machen. Und 48 Draht. Das ist noch so ein Ding. Ich habe da hinten zwar Kabel gemacht, wie blöd, aber ich mache keinen Draht. Ich habe den Draht zwar als Vorprodukt. Ich bin jetzt echt am Überlegen, das ganz stumpf so umzusetzen, dass ich nochmal einen intelligenten Splitter dazwischen setze und sage, hier, lass alles durch. Aber Überschuss geht bitte separat weg. Dann können die Drahtdinger durchlaufen. Das wäre so eine Sache, die wir vielleicht noch machen können. Dann kriegen wir nämlich auch noch Draht nebenbei oder hinterher. Das ist vollkommen egal, wie schnell das ist. Weil wir sehen auch hier schon nicht mehr gut aus. Ja, hier oben geht noch. Und wir brauchen ja auch jede Menge Zeug, um erstmal was aufzubauen. Andererseits, wir machen das meiste über Caterium nachher. Und, oh, Caterium-Draht wäre auch eine gute Sache, um für die ganze Verkabelung zu sorgen. Ja, weil dann brauchen wir, ich nehme einfach mal hier so ein bisschen was mit. Und Caterium-Draht mache ich mir einfach mal voll mit. Upsi, der hat mich voll gemacht. Ja, ich bin 12, ich weiß. Hier da rein. Das wird mir schon mal helfen. Du da rein. Aber dann habe ich eigentlich schon alles. Ja, das könnte ich in der Tasche behalten. Das ist, glaube ich, gar nicht so eine doofe Idee. Wie sieht das hier aus? Ja, du läufst langsam raus. Ja, das behalten wir in der Tasche. Und dann gucken wir jetzt mal. Oh nee, dafür nehmen wir aber... Aha. Idee. Nehmen wir das mit. Das wird jetzt Clipping-Scheiße ohne Ende, aber das hake ich mal ab und da ist halb so gut. Wahrscheinlich kommt jetzt genau gerade eben der Zug an. Zumindest ist hier ein Zug irgendwie unterwegs. Dieser ist es nicht. Dieser auch nicht. Ja, also, das ist halt alles zu langsam. Langsam der Spaß hier reinläuft, ist halt auch. So. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen. Da hindurch geklippt, dorthin. Alles da hoch. Du. Dahin. Der steht ein bisschen schneller. Du. Dahin. Du. Dahin.
Wird es mehr Sinn machen? Jetzt ist der voll, aber... Auf jeden Fall laufen die Bänder da hinten jetzt wieder besser. Weil das Zeug hier schneller rauskommt. Ja, also hier kommt jetzt mal immer was dazu und... Okay, welcher Zug kommt da an? Train, okay, das ist der. Wie sieht es denn auf der Karte aus? Wo ist der andere? Eben, wo ist das? Da. Zu klappen. Nicht auf der Karte anzeigen. So, das heißt. Mein Zug steht gerade da oben. Okay, er ist gerade da oben angekommen. Ja, der bringt jetzt schön zurück. Jetzt bin ich mal gespannt. Der schüttelt sich nur ab. Die werden fallen gelassen. Warum? Nee, nicht die Plattform. Warum geht eigentlich hier nichts raus? Also sehr langsam. Weil ich hier... Wo geht denn das hin? Achso, das geht da oben. Okay. Das geht da rein. Das hier raus. So. Egal. So, hier kommt Material ohne Ende. Jetzt natürlich hingehen und sagen, weißt du was? Hier ist schon mal reingekommen? Egal. Sagen, komm hier. Das da rein, das da rein. Hier hinten das rein. Ja, und die war auch. Oh, da werden wir sowieso viel von brauchen. Das machen wir aber erst, wenn wir hier alles drin haben, was wir brauchen. Blablabla. Ja? Da, da, da. Können wir eben den Spaß hier manuell. Das passt ja sowieso alles nicht in einen Zug rein. Hier schön durch. Wie sieht's da aus? Alles nehmen. Du bist leer. Alles nehmen. So. Und das rein, das rein, das rein. Da läuft ein Dogo durch die Gegend. Im Gleis. Nee, ist klar. Oh, kleiner Selbstmörder. So, du machst hier vorne gerade noch voll. Wunderbar. Sortieren. Wie sieht's denn aus? Mir kommt alles Mögliche noch an. Auch immer noch die Platten. Aber wenn hier immer noch die Platten, das heißt aber jetzt, was wir jetzt machen, komm. Das geht ja eh nur auf eins der beiden Bänder. Das ist ein bisschen makaber. So. Du ballerst mal raus. Weil von dir brauchen wir garantiert viel. Weiter rausgucken. Ah. Okay, es kommen nur noch. Boah, gehe ich jetzt nochmal rüber?
riskiere, meinen Zug zu verpassen? Oder sage ich dem einfach gleich, wenn der hier ist? Wo ist er denn überhaupt? Der Boom ist da. Okay, der Boom kommt gleich hier an. Also, was heißt gleich? Da hat noch ein Stückchen. Aber er ist schon näher als. Also, er ist gerade über die eine Brücke gefahren. Fährt er hier am Tannenbaum vorbei. Macht er jetzt gleich eine schöne Rechtskurve. Yep. Jetzt kommt er. Da ist am Tannenbaum, genau. Und jetzt, zack, weil der Tannenbaum ist genau hier drin. Und jetzt kommt er da vorne um die Ecke. Sieht er? Ach, guck mal, ich kenne mich aus. Wunderbar. Was eigentlich? Ach, die Zeit. Ach, verdammt, ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Holy crap, so weit schon. Was eine lustige Folge. Hat sich ja für euch voll gelohnt. Wir machen mal eben Q und ausschalten. Weil andocken darf er ruhig noch. Ja. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen. Tschüss.